Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Mitbrüder, liebe Gläubige, in der schönen Oration des heutigen Sonntags bitten wir um die Eingießung der Liebe in unsere Herzen. Die Liebe soll bewirken, dass wir Gott in allem und über alles lieben. Und dadurch werden wir die göttlichen Verheißungen, die jegliche Sehnsucht übersteigen, erlangen können. Der heilige Thomas von Aquin bestimmt die göttliche Liebe als eine Freundschaft zwischen Gott und dem Menschen. In der Heiligen Schrift wird schon Abraham ein Freund Gottes genannt und ebenso Moses. Das Buch der Weisheit lehrt, dass man durch die Weisheit die Freundschaft Gottes erwerbe. Und der Heiland selbst nennt beim letzten Abendmahl die Apostel ausdrücklich nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Da eine Freundschaft immer auf einem gemeinsamen Gut gegründet ist, unterscheidet man seit der Antike drei Arten von Freundschaft. Es gibt die oberflächliche Freundschaft, die bloß zum gemeinsamen Vergnügen geschlossen wird. Dann auch eine Art Nutzfreundschaft, um gemeinsame Interessen zu verfolgen, also zum Beispiel eine Geschäftsfreundschaft. Und schließlich gibt es die edle Freundschaft, die in der gemeinsamen Liebe zum wahren Guten begründet ist. Und es ist klar, dass für die göttliche Liebe natürlich nur diese letzte Art der Freundschaft in Frage kommt. Die Liebe zu Gott ist darum nicht so sehr eine begehrende Liebe, sondern eine Liebe des Wohlwollens und Wohlgefallens. Denn sie betrachtet Gott nicht so sehr als ein Gut, das wir erlangen wollen, das ist eher Gegenstand der Tugend der Hoffnung, sondern die Liebe will Gott um seiner selbst willen lieben, und zwar über alles, über allen geschaffenen Gütern. Denn Gott ist unendlich gut und liebenswürdig und muss daher auch um seiner selbst willen geliebt werden. Wirklich haben viele Heilige gesagt, sie würden Gott auch dann lieben, wenn er keinen Himmel versprochen hätte, und sie würden ihm auch dann dienen, wenn es keine Hölle gäbe. Gott muss mehr als alle Geschöpfe geliebt werden, weil alles, was die Geschöpfe an Gutem und Liebenswürdigen haben, von Gott stammt. Aber darum können wir Gott auch in den Geschöpfen lieben, denn er ist der Urheber ihrer Liebenswürdigkeit und hat diese geschaffen. Wir können auch durch die Schönheit der Geschöpfe zur Liebe Gottes geführt werden, wenn wir uns bewusst machen, dass der, der das alles geschaffen hat, viel größer, schöner und liebenswürdiger sein muss. Natürlich können wir als Geschöpfe Gott nicht etwas geben, was dieser nicht schon hätte, aber die Liebe bewirkt doch, dass wir ihm alle Ehre und Verherrlichung wünschen. Liebe und Lob hängen zusammen. Was man liebt, das lobt man. Und umgekehrt schenkt Gott uns in dieser Freundschaft das Höchste, was er geben kann, nämlich die Teilnahme an seinem eigenen Leben. Die übernatürliche Liebe zu Gott hat also ihr Fundament in unserer Anteilnahme
am göttlichen Leben, die uns durch die heiligmachende Gnade bereits hier geschenkt wird und im Himmel ihre volle Entfaltung finden wird. Darum sind Gnade und Liebe auch untrennbar verbunden. Der Glaube und die Hoffnung können auch ohne die göttliche Liebe noch im Menschen sein. Aber die Liebe kann nicht ohne die heiligmachende Gnade bestehen. Und umgekehrt hat jeder, der in der Gnade Gottes ist, auch die Tugend der Liebe. Man hat gegen die Möglichkeit einer Freundschaft zwischen Gott und Mensch eingewendet, dass eine Freundschaft eine gewisse Gleichheit der Freunde voraussetze. Der Abstand zwischen Gott und Mensch ist aber unendlich groß. Ist es also überhaupt möglich, dass wir Freunde Gottes sein können? In der Tat wäre im Stand der reinen Natur eine eigentliche Freundschaft zwischen Gott und Mensch wohl nicht denkbar. Der Mensch könnte hier Gott nur als seinen guten und gerechten Herrn achten, aber eine eigentliche Freundschaft wäre das nicht. Durch die heiligmachende Gnade wird der Mensch aber gerade auf die Höhe Gottes gehoben, soweit das für ein Geschöpf überhaupt möglich ist. Und somit gibt es doch eine Möglichkeit, die Möglichkeit einer wahren Freundschaft zwischen Gott und Mensch. Natürlich ist das keine Freundschaft zwischen völlig Gleichgestellten. Gott bleibt immer der Herr. Aber eine Freundschaft zwischen einem Höher- und einem Niedergestellten kann es ja auch unter uns Menschen geben. Da die Tugend der Liebe etwas Übernatürliches ist, kann der Mensch sie nicht aus eigener Kraft hervorbringen. Sie muss uns von Gott geschenkt werden. Darum schreibt der heilige Paulus: Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Die übernatürliche Liebe ist also eine von Gott geschenkte Fähigkeit, durch die unser Wille Gott über alles lieben kann. Sie ist eine Anteilnahme an der Liebe, mit der Gott sich selbst und alle seine Geschöpfe liebt. Damit ist sie etwas wesentlich Höheres als eine rein menschliche Liebe, zu der der Mensch durch seine natürlichen Kräfte befähigt ist. Die christliche Nächstenliebe ist nun keine zweite Art der Liebe, sondern gehört zur selben göttlichen Tugend. Denn es ist nur eine Liebe, mit der wir Gott und den Nächsten lieben sollen. Gott sollen wir um seiner selbst willen lieben, den Nächsten dagegen, weil er ein Geschöpf Gottes ist, zum selben Ziel berufen wie wir und weil Christus auch für ihn gestorben ist. Es geht also im Christentum nicht bloß um eine bloß natürliche Menschenliebe, eine Art Philanthropie, sondern um eine übernatürliche Liebe. Natürlicherweise können uns nicht alle Menschen sympathisch sein, aber um Gottes Willen können wir doch allen Gutes wünschen und je nach Gelegenheit auch Gutes tun, selbst unseren Feinden. Die Nächstenliebe wird im Neuen Testament sehr häufig eingeschärft. Sie ist nämlich der Prüfstein der Gottesliebe. In Bezug auf Gott können wir uns leicht Illusionen machen. So glaubten die Pharisäer, sie würden Gott lieben, aber gerade in ihrer Verachtung und Geringschätzung der einfachen Leute und der Sünder zeigte sich,
dass sie keine wahre Liebe hatten. Darum schreibt der heilige Apostel Johannes: Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er vor Augen hat, kann Gott nicht lieben, den er nicht vor Augen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm: Wer Gott liebt, liebt auch seinen Bruder. Die Liebe ordnet erst alle unsere guten Akte, also auch die Akte der anderen Tugenden, wirksam auf Gott hin, macht sie übernatürlich gut und verdienstlich. Alles, was wir tun, können und sollen wir aus Liebe zu Gott tun. Außer der Sünde natürlich, diese können wir nicht auf Gott hin ordnen. Aber alles andere, unsere Arbeiten, unsere Aufgaben, das schon. Vom antiken König Midas wird berichtet oder sagt die Sage, er habe von den Göttern sich gewünscht, dass alles, was er berühre, zu Gold werde. Das bereitete ihm allerdings dann große Schwierigkeiten, weil dann auch alles, was er trinken und essen wollte, zu Gold wurde. Aber in einem höheren Sinn ist gerade die göttliche Liebe das, was alles zu Gold macht, das heißt übernatürlich wertvoll und verdienstlich macht. Versuchen wir, alle unsere Arbeiten und Aufgaben aus Liebe zu Gott zu verrichten, die Leiden dieses Lebens und die Mühsale aus Liebe zu ihm zu ertragen, dann werden wir nicht nur jeden Tag Schätze für den Himmel sammeln, sondern auch anfangen, nicht mehr für uns, sondern für Gott zu leben. Bitten wir auch die Mutter Gottes, deren Fest der Heimsuchung ja auch heute auf diesen heutigen 2. Juli fällt, dass sie uns helfen möge, diese wahre Liebe immer besser zu lernen und zu verwirklichen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.